Ja, es hat gerade mal 10 Grad jetzt und es regnet. Das ist natürlich ideal für eine Probefahrt mit so einem Monster. Ja, da hat die Traktionskontrolle zu arbeiten. Ja, Mann. Ja, servus, Bananen. Ja, kaum fahren wir los, fängt es ein bisschen an zu regnen. Super Probefahrt. Jo, ich sitze hier auf der Ducati Diavel 1260S. Jo, schon ein echt cooles Teil eigentlich. Fetter Hinterreifen, dicker Motor. Aber das ist jetzt bei den Bedingungen ziemlich scheiße. Wir haben Quickshifter Pro. Oh, sie sind da los. Dann, ja, sonst haben wir sogar Tempomat. Und sonst eigentlich nicht viel. Ach, ist das super. Das Wetter. Es hat gerade mal 10 Grad. Ein paar Tretminen auf der Straße. Ja, es hat gerade mal 10 Grad jetzt. Und es regnet. Das ist natürlich ideal für eine Probefahrt. Mit so einem Monster. Ja, da traut man sich nicht mal Halbgas zu geben. Aber es sollte eigentlich nur ein Regenschauer sein. Weil die Wolkendecke ist ja nicht geschlossen. Mal schauen. Ich weiß auch nicht, warum der hinter mir immer so saudicht auffährt. So 5 Meter hinter mir ungefähr. Ja, hier regnet schon weniger, immerhin. Ja, Sitzposition ist halt wie ein Cruiser eigentlich so ein bisschen. Die Arme schön nach vorne, sitzt gerade drauf. Regnet es doch wieder weiter. Schade, schade, schade. Und die Bremse, ja, kann man leider so jetzt nicht gut testen. Aber sonst, der Motor rappelt schön. Wenn man mal Gas gibt, aber man kann auch schön dahin cruisen. Aber Schaltassi funktioniert eigentlich richtig gut. So. Einmal die Linse sauber machen. Ich muss echt sagen, sie wirkt schon recht kippelig. Also sie kippt schon sehr leicht irgendwie, auch in den Kurven. Da wirkt sie nicht so ganz stabil. Schon mal ein paar Gänge runter. Auch wieder nur Halbgas. Ja, wenigstens ist hier einigermaßen trocken. Ich weiß nicht, warum der andere mir immer
im Auspuff hängen muss. Ich weiß es echt nicht. Kommt mir so vor, ist keine Ahnung. Hängen wir schon wieder drin, hey. Eieiei. Kannst du doch denken, dass ich an einem Ortsschild langsamer werde. Das kann man sich doch wirklich denken, eigentlich. Ja, mei. So. Ratter, ratter, ratter. Ja, der hat schon Power. Kann man nichts sagen. Es ist echt sehr entspannt drauf. Ein angenehmer Kniewinkel. Ja, aber wirklich nur ein kurzer Schauer eigentlich, aber jetzt ist die Straße halt nass. Ja, doch die Ortschaft, da muss man glaube ich im vierten Gang fahren. So fünfter, sechster Gang. Das ist nix. Ja, vierter ist eigentlich auch schon ein bisschen wenig. Wenig Drehzahl. Naja, echt mehr als. Mehr als Halbgas kann ich leider nicht machen. Ist hier in der Gruppe und dann auch noch nasser Straße nicht möglich. Ja, da hat die Traktionskontrolle zu arbeiten. Aber sie macht ihre Arbeit ganz gut. Ja, mein Vordermann fährt ja auch eine Diavel, aber nicht die S. Das heißt, er hat keinen Quickshifter drin. Den hab nur ich. Und bei ihm sieht man auch schon jetzt schon richtig, richtig dicken Schlappen hinten. Ich glaube, der Andrea Dovizioso ist ja mit der Diavel, wenn ich mich nicht irre, bei der World Ducati Week mal so ein bisschen die Viertelmeile-Rennen mitgefahren. Ich glaube, da ist sie auch gar nicht so schlecht. Weil sie hat ja viel Gewicht hinten drauf. Ja, und Power hat sie eigentlich auch genügend. Kann ich mir schon vorstellen, dass sie gar nicht so schlecht vorwärts geht auf der Viertelmeile. Ja, leider haben wir keine Griffheizung, die heute bei 10 Grad Außentemperatur und Regen sicher nicht so verkehrt wäre. Aber der Teufel, der macht einem auch so Feuer unterm Hintern. Jetzt wäre schon wieder fast hinten in mich reingefahren. Gut, dass die Probefahrt zu Ende ist. Ja, das war jetzt das letzte Bike für heute. Mal schauen, wann es die nächsten Testtage gibt.
Wir sehen uns. Servus.